Hi, schön, dass ihr reinschaut bei uns. Wir schauen uns heute das Corsair Crystal Series 680X in der RGB-Variante an. Das steht hier schon neben mir und läuft auch bereits, wie ihr sehen könnt, wird am heutigen Tage vorgestellt und wir haben natürlich gleich das entsprechende Testvideo und auch einen Artikel für euch parat. Crystal Series von Corsair, interessante Gehäuseserie, gibt es sowohl als normale Tower-PCs als auch mit diesen kubischen Varianten hier. Wir hatten uns ja bereits vor einiger Zeit das 280X in Form eines schriftlichen Tests angesehen. Mit dem 680X folgt jetzt quasi eine ATX-Variante, sprich ihr könnt da noch mehr Hardware reinpacken und das Ganze dann cool in Szene setzen. Ob das Gehäuse für eine Preisempfehlung von 250 Euro was für euch ist, das schauen wir uns jetzt an. Besonderheiten, die das 680X bietet, wie auch schon die kleineren Varianten, das ist das Zwei-Kammern-Design. Ihr habt eine Kammer, wo euer Mainboard, CPU-Kühler und eure GPU verbaut werden. Das Ganze entsprechend schick könnt ihr präsentieren mit einem großen Hartglas-Sichtfenster, wie ihr das hier auch schon zum Teil erkennen könnt. Und in der anderen Kammer packt ihr alles rein, was ihr vielleicht nicht so ganz arg sehen möchtet, nämlich euer Netzteil oder wahlweise auch eure Laufwerke in Form von 2,5 Zoll und 3,5 Zoll Laufwerken. Weiterer Bonus an diesem Kammerndesign: zum einen, ihr könnt ein sehr cleanes Kabelmanagement machen und müsst dafür euch auch gar nicht so viel Mühe geben, denn ihr habt in der zweiten Kammer, in der das Netzteil Platz findet, genügend Platz, um die Kabel auch, wenn ihr jetzt keine Lust dazu habt, quasi einfach reinzustopfen. Und auf der anderen Seite, wo ihr reinschaut, eure beleuchtete GPU, euren CPU-Kühler seht, da ist dann alles ganz clean. Also auch das ist besonders interessant für zum Beispiel faulere Leute, was das Kabelmanagement anbelangt. Wir haben das PC-System jetzt mal für euch ausgeschaltet. Wir schauen uns nachher nochmal an, wie es denn hübsch leuchtet. Jetzt geht es darum, wir zeigen euch das Ganze hier in einer 360-Grad-Ansicht. Deshalb haben wir das Gehäuse auf diesen hübschen Drehteller geschnallt und dann kann ich euch hier ein bisschen was erzählen. Wir fangen mit der Front an. Die Front bietet eine der drei Sichtscheiben im PC. Die eine ist, wie angesprochen, auf der linken Seite in der Front und oben haben wir dann auch noch eine, wie wir nachher sehen werden. Hinter der Frontscheibe befindet sich dann mit einem kleinen Abstand, dass die Lüfter entsprechend auch noch Luft ziehen können. Drei vorinstallierte 120 mm RGB-Lüfter. Die werden dann über den Lightning Node Pro angesteuert, der ebenfalls schon im Gehäuse vormontiert ist. Und da könnt ihr zum Beispiel mit der hauseigenen Corsair IQ Software entsprechend coole Effekte einstellen, wenn ihr das machen möchtet. Wenn ihr sagt, ich will einfach nur, dass es leuchtet, einfach anschließen und schon geht das los, wie wir es gerade eben dann gesehen haben. Ihr könnt die Glasfront hier auch komplett abmontieren, ist eigentlich gar kein Thema. Müsst ihr allerdings hier hinten drei Schrauben lösen und hier drüben im Inneren nochmal vier, dann könnt ihr die abnehmen. Wichtig an dieser Stelle anzumerken, wenn ihr zum Beispiel die Lüfter austauschen möchtet, ist es nicht nötig, die Front zu demontieren, denn die Lüfter sind auf einem extra Rahmen angebracht. Den schraubt ihr im Inneren einfach raus mit zwei Rändelschrauben, habt das ganze Teil in der Hand und könnt den dann entsprechend so zum Beispiel auch mit einem Radiator bestücken oder die Lüfter austauschen. Radiator, das ist auch ein gutes Stichwort. Ihr habt in der Möglichkeit in der Front nämlich entweder natürlich, ihr lasst einfach diese schicken drei RGB-Lüfter von Corsair aus der LL-Serie drin oder ihr sagt euch, ich hätte gerne Wasserkühlung, dann könnt ihr davon einen 360 mm Radiator heimpacken, aber auch abwärts natürlich 240, 120 oder wahlweise auch einen 280er Radi oder einen 140er, denn ihr habt auch die Möglichkeit in der Front statt der 320 mm Lüfter dann 240 mm Lüfter zu verbauen. Die Kunststoffabdeckung hier auf der Seite, die könnt ihr einfach nach vorne abziehen, dann seht ihr einen Blick auf den Stahlrahmen und hier unten haben wir noch das weiße Corsair Logo. Vielleicht noch kurz zum Staubfilter, den man hier auch ganz leicht durch das Glas durchsieht. Der ist ebenfalls auf diesem Rahmen fixiert, sprich, wenn ihr den komplett rausnehmt, habt ihr sowohl die drei Lüfter als auch den Staubfilter dann in der Hand. Könnt den sauber machen oder wahlweise auch einfach wieder reinsetzen, wenn er nicht dreckig ist. Front versus, schauen wir uns die Seite an. Wir drehen das ganze Teil mal. Seitenteil im Vergleich zu den kleineren Modellen hat sich Corsair hier ein bisschen was anderes überlegt. War bei den kleineren Varianten das Sichtfenster hier geschraubt, ist das jetzt hier hinten mit Scharnieren fixiert. Zack, könnt ihr einfach dann ganz schick aufklappen und hier vorne hält das Ganze mit Magneten zu. Sieht sehr schick aus, finde ich auch sehr cool mit dem schwarzen Rahmen hier außenrum. Die Hartglas-Seitenteile bzw. Scheiben sind leicht getönt, also gibt doch mal auch eine extra coole Optik, finde ich. Auch wenn ihr jetzt vielleicht keine Beleuchtung im PC habt, macht das Gehäuse so schon wirklich einiges her. Rückseitentechnisch ganz klar, es ist normales ATX-Layout, das heißt natürlich nicht, dass es sich hier um ein normales Gehäuse handelt. Was normal ist, ihr habt hier eure Mainboard-Ausgänge, dann hier euren Lüfterplatz, hier ist ein SP120 vorinstalliert von Corsair. Der verfügt nicht über eine Beleuchtung, wäre vielleicht cool gewesen bei einem Preis von 250 Euro, wenn auch hier ebenfalls ein RGB-Lüfter drin ist. Hätte unserer Meinung nach sehr cool zum Style des Gehäuses gepasst. Wir haben hier unten dann 8 PCI-Slots für eure Erweiterungskarten. Im Zweifelsfall wird das bei den meisten von euch sicher die GPU sein. Und für alle, die eine PCI Express Riser Card besitzen, habt ihr in dem Gehäuse auch die Möglichkeit, eure GPU dann hier vertikal zu verbauen. Das sieht sehr cool aus, vor allen Dingen, wenn ihr eine schicke GPU habt mit einer beleuchteten Luftkühlung drauf, dann kommt das sehr schön zur Geltung. Müsst ihr euch allerdings, wie angesprochen, optional erwerben.
Dann in der zweiten Kammer, hier ist quasi die Trennwand, haben wir hier dann unser Netzteil verbaut. Normales, standardmäßiges ATX-Netzteil passt da rein. Und hier dahinter haben wir unsere Laufwerkskäfige. Was da genau reinpasst, das schauen wir uns an, wenn wir nachher das Seitenteil mal abnehmen. Drehen wir das Gehäuse noch etwas weiter auf diese Seite, dann sehen wir hier ein schwarzes Stahlblech. Hier unten haben wir auch noch Luftöffnungen drin mit einem magnetischen Staubfilter. Den kann man dann einfach abnehmen, sauber machen und auch ganz einfach wieder dran machen, wie ihr seht. Ansonsten gibt es dazu nichts weiter groß zu sagen. Fixiert mit zwei Rändelschrauben das schwarze Stahlseitenteil hier hinten. Die sind auch darin fixiert, sprich, wenn ihr das abschraubt, verliert ihr die Rändelschrauben dann nicht. Was darf bei einer Außenbetrachtung nicht fehlen? Das ist ganz klar die Unterseite. Relativ unspektakulär das Ganze. Vier gummierte Füße sowie ein seitlich ausziehbarer Staubfilter runden das Ganze ab. Ihr habt theoretisch die Möglichkeit in der vorderen Kammer, wenn ihr zum Beispiel nur ein MATX-Board verbaut oder ein ITX-Board, dass ihr unten noch 220 oder 240 mm Lüfter installiert. Wahlweise kann da auch ein entsprechender Radiator seinen Platz finden. Wenn ihr ein ATX-Board verbaut, wird das mit dem Radiator und auch mit den Lüftern ein bisschen knapp. Da müsst ihr schauen, ob ihr das machen wollt oder könnt. Nichtsdestotrotz, Staubfilter ist hier mit dabei, kann einfach ausgezogen werden zur Seite. Zack, Vorführeffekt. Zack, so einfach geht das dann. Könnt ihr dann auch entsprechend wieder reinschieben. Und dann sind die auch auf dem Boden eure Lüfter staubgeschützt. Last but not least kommen wir zur Oberseite. Ja, auch hier ein Hartglas-Seitenteil integriert. Im Lieferumfeld befindet sich auch noch ein Staubfilter dabei, den könnt ihr dann da reinpacken, habe ich jetzt mal gemacht. Könnt ihn entsprechend, je nachdem wie ihr eure Lüfter da montiert, auch einfach weglassen. Ihr habt dann von oben auch durch die Lüfter durch, je nachdem was ihr da montiert, einen Blick auf eure Komponenten. Das Hartglas-Seitenteil oder der Deckel besser gesagt hier oben kann mit dem Lösen dieser vier Schrauben einfach demontiert werden. Könnt ihr dann also abnehmen, um zum Beispiel da 220 oder 240 mm Lüfter zu installieren. Auch hier wieder wahlweise passt auch ein entsprechender Radiator dann hin. Das RO-Panel, da hat sich Corsair überlegt, machen wir das doch etwas funktional und packen das ganze Teil auf die Oberseite. Das sehen wir dann hier sehr schön. Also wenn ihr das zum Beispiel unterm Tisch stehen habt, erreicht ihr das Ganze sehr gut. Vorhanden sind hier zweimal USB 3.0 standardmäßig, Reset, Powerschalter, ein USB Typ C ist auch schon dabei für zum Beispiel euer neues Smartphone. Und wir haben hier einen Multistecker Audio-In, Audio-Out für Kopfhörer-Mic. Hätte ich cool gefunden, wenn man hier zwei Stecker noch gemacht hätte, wie man das früher hatte. Nichtsdestotrotz ist es alles dabei, was man braucht, mehr allerdings auch nicht. Ich habe das ganze Teil jetzt mal für euch aufgeklappt und ich erzähle euch ein bisschen was zur ersten Kammer. Die schauen wir uns nämlich jetzt hier an. Ihr seht, hier ist ein normales kleines Gaming-System verbaut mit einer RX 590 mal an dieser Stelle. Und so sieht das Ganze eben aus. Micro-ATX-Board, das heißt, ihr habt hier unten noch massig Platz und könnt hier zum Beispiel noch einen Radiator oder zwei weitere Lüfter reinpacken. Wenn ihr jetzt ein ATX-Board reinbaut, dann kann es unten ein bisschen knapp werden mit Lüftern oder Radiator. Das müsst ihr allerdings dann von Fall zu Fall separat entscheiden. Man setzt hier dann auf 9 gummierte Kabeldurchführungen, die um das Mainboard rum verteilt sind. So kann man die Kabel sauber und schick dann verlegen. Zusätzlich zu den 9 gummierten Kabeldurchführungen gibt es unten auch noch welche, die nicht gummiert sind. Die sind vor allen Dingen dann interessant bei einem ATX-System für eure USB-Anschlüsse auf dem I.O.-Panel oder vielleicht auch euren Powerschalter. Da könnt ihr also alles ganz sauber verlegen. Dann habt ihr die Möglichkeit, wie angesprochen, auch hier eure GPU vertikal einzubauen. Dafür benötigt ihr allerdings eine PCI Express Riser-Karte. Hatten wir jetzt gerade keine hier. Nichtsdestotrotz ist machbar, wenn ihr dann zum Beispiel, wie jetzt hier die Sapphire Edition hier, eine Beleuchtung auf der GPU habt, dann sieht das sehr cool aus, wenn ihr das hinterm Sichtfenster direkt platziert. Könnt ihr also auch mit diesem Gehäuse dann realisieren. Hinten ist wie angesprochen ein SP120 vorinstalliert von Corsair. Auch nochmal an dieser Stelle ist er angemerkt, der verfügt nicht über eine Beleuchtung. Unserer Meinung nach wäre es cool gewesen, wenn man auch hier den RGB-Lüfter eingebaut hätte. Auch im oberen Bereich hat man dann sehr viel Platz für zum Beispiel noch einen Radiator oder wahlweise zwei Lüfter, was man beachten muss. Wenn ihr da oben schon einen Radiator oder sowas drin habt, dann empfiehlt es sich, den 12 Volt CPU-Stromstecker, bevor ihr das Mainboard festschraubt, reinzumachen. Sonst kommt ihr nämlich da oben nicht mehr dran. Wir haben jetzt noch viel Platz, weil wir oben eben noch nichts montiert haben. Ja, das wäre es soweit mal mit der ersten Kammer. Sieht es so aus wie angesprochen. Was ich euch noch kurz erwähnen kann, wie angesprochen, hier vorne die drei Lüfter, die in der Front vorinstalliert sind, die sind hier auf diesem Rahmen montiert. Ihr löst unten und oben eine Rändelschraube und könnt das ganze Teil dann einfach rausnehmen, um zum Beispiel die Lüfter zu reinigen, auszutauschen oder wahlweise auch eben einen Radiator zu montieren. Was ist jetzt für euch vielleicht noch interessant? Ihr könnt hier Luftkühler mit einer Höhe von bis zu 18 cm einbauen. Eure GPU darf bis zu 33 cm lang sein. Und ihr habt hier unten 8 normale PCI-Slots und eben 2 vertikale. Schauen wir uns die zweite Kammer an, da findet alles Platz, was man normalerweise hinter dem Sichtfenster eigentlich nicht so sehen möchte, die vielleicht die langweiligen Laufwerke, alte 3,5 Zoll Festplatten oder auch ein schickes ATX-Netzteil. Ihr habt hier dann genügend Platz, wie ihr seht, um eure Kabel sauber oder auch nicht sauber zu verlegen. Ihr könnt es auch ganz sauber machen mit den Nieten, die hier überall sind, mit den Kabelbindern. Wir haben das jetzt wie angesprochen mal so gemacht.
netzteiltechnisch, normales ATX-Netzteil passt da rein. Von der Länge her bis zu 22,5 cm rum. Das sollte für die meisten handelsüblichen PSUs dann auch ausreichen. Wir haben uns hier für ein Prime Gold entschieden aus dem Hause Seasonic. Mit Kabelmanagement, so könnt ihr trotz dessen, dass ihr viel Platz habt, Kabel, die ihr nicht benötigt, einfach weglassen. Ja, hier oben haben wir die Laufwerkskäfige. Der untere, der ist für 3,5 Zoll Laufwerke. Da habt ihr drei Schubladen. Da könnt ihr wahlweise dann drei 3,5 Zoll Laufwerke entkoppelt oder wahlweise drei 2,5 Zoll Laufwerke einbauen. Diese sind allerdings dann nicht entkoppelt. Oben drüber finden wir dann den Laufwerkskäfig mit Schnellspannung für 2,5 Zoll Laufwerke. Da könnt ihr bis zu 4 reinpacken. Zum Beispiel eure SSDs sind alle unentkoppelt gelagert. Aber ich gehe jetzt einfach mal frech in der heutigen Zeit davon aus, dass die meisten von euch auf eine SSD setzen werden. Das heißt, vibrationstechnisch sollte es da keinerlei Probleme geben, da nichts vibrieren kann. Zumindest nicht von der SSD. Ja, dann hat man hier hinten auch eine große Backblade-Aussparung, wie man das von den meisten Gehäusen kennt. Da könnt ihr im eingebauten Mainboard-Zustand zum Beispiel euren CPU-Kühler austauschen. Wir sehen hier schon, ihr müsstet dafür allerdings dann die Festplattenkäfige je nach Kühler natürlich entfernen. Das macht ihr mit Hilfe der Schrauben auf der Rückseite. Ihr könnt die dann komplett rausnehmen und dann kommt ihr da auch dran. Was jetzt weniger aufwendig ist, einfach das Mainboard rauszuschrauben oder die Festplattenkäfige dann ab und wieder dran zu machen, das müsst ihr selbst entscheiden. Am besten, ihr habt einfach schon von vornherein alles montiert. Nichtsdestotrotz, machbar ist es. Wir haben es vorhin bereits angesprochen, auf der Rückseite finden wir dann noch hier die Lightning Note Pro Variante von Corsair. Die könnt ihr dann in Verbindung mit der IQ Software bei eurem PC-System, was ihr hier dann eingebaut habt, die Lüfter zum Beispiel farblich steuern. Wahlweise könnt ihr dann auch noch Drehzahlprofile etc. einstellen. Also die Software bietet allerhand Möglichkeiten, haben wir uns schon diversen Tests ja bereits angesehen. Auch hier ist das wie gesagt mit dabei und da könnt ihr zum Beispiel noch viel mehr RGB-Lüfter anschließen und das ganze Gehäuse vollpacken und dann entsprechend Effekte je nach Tagesstimmung, Spiel oder sonst was einstellen. Das ist sehr cool, dass das schon dabei ist. Bei den meisten Gehäusen muss man so Spielereien dann separat erwerben. Hier ist sowas schon dabei, könnt ihr euch dann entsprechend austoben. Kurze Anmerkung noch, wie sieht das mit der Lautstärke der Lüfter aus? Nun, im Betrieb sind die Lüfter eigentlich zu keiner Zeit störend aus dem System wahrzunehmen. Wenn ihr sie mit maximaler Drehzahl betreibt, was wahrscheinlich der ein oder andere vielleicht tun wird, die meisten wohl eher nicht, dann sind die Lüfter dezent wahrnehmbar. Allerdings, ihr könnt die dann entsprechend natürlich über euer Mainboard Lüftersteuerung oder wie ihr das sonst habt, entsprechend runterregeln. Und so solltet ihr keinerlei Probleme mit der Lautstärke dieser vorinstallierten Lüfter hier haben. Ja, abschließend hinterlässt das Corsair Crystal Series 86X RGB bei uns im Test einen durchweg positiven Eindruck. Der Materialmix aus Kunststoff, Hartglas und Stahl weiß zu gefallen. Ebenso das etwas extravagante und ausgefallene Design. Viel Hartglas verteilt über das Gehäuse im Zusammenspiel mit Kunststoff und Stahl macht einiges her. Vor allen Dingen, wenn ihr entsprechend dann, wie wir es jetzt hier bei uns haben, coole Beleuchtung noch zusätzlich einbaut. Beziehungsweise schon die drei LL-Lüfter aus der Corsair RGB-Serie in der Front machen da einiges her. Im Inneren ist das Gehäuse sehr durchdacht, es bietet ein pfiffiges Zwei-Kammern-Design, ihr habt sehr viel Platz darin für auslagernde Wasserkühlungen oder auch größere Luftkühlungen. Große GPUs sind auch kein Thema. Durch das Zwei-Kammern-Design könnt ihr Kabel sauber und ohne viel Stress verlegen. Wenn ihr jetzt nicht so viel Wert darauf legt, packt ihr einfach alle Kabel in die zweite Kammer und verlegt sie einfach dort sauber, wo man sie sieht, nämlich um euer Mainboard rum. Und dabei helfen euch dann auch die gummierten Öffnungen. Staubfilter sind auch überall angebracht, wo man welche benötigt. Das RO-Panel bietet alles, was man braucht, sogar einen Typ-C-Anschluss schon. Cool wäre es an dieser Stelle vielleicht noch gewesen, wenn man noch einen weiteren Audio-Port hinzugefügt hätte, also einmal In und Out. Wir haben jetzt hier einen Multistecker, auch da gibt es allerdings heutzutage Weichen. Ist an dieser Stelle jetzt kein Kritikpunkt, ist nur angemerkt. Ja, es gibt dennoch ein paar Sachen, die uns dann natürlich etwas negativ aufgefallen sind. Zum einen mal wäre es sicher drin gewesen bei einem Preis von 250 Euro, dass man am Heck auch einen RGB-Lüfter einbaut. Das wäre sehr cool gewesen. Kein Kritikpunkt, aber was ihr beachten müsst, ihr wollt eure GPU hier vertikal einbauen, was ihr von den PCI-Ausgängen her machen könnt. Eine Riser-Card müsst ihr euch allerdings dafür optional besorgen. Weiterhin ist es so, die Backblade-Aussparung ist sehr cool zum nachträglichen Montieren von CPU-Kühlern, habt allerdings wahrscheinlich dann hier das Problem, dass ihr die Laufwerkskäfige dafür entfernen müsst, deshalb erst wahrscheinlich den Kühler montieren und dann reinpacken, dann ist das allerdings auch kein Thema. Weiterhin kleiner anzumerken hier an dieser Stelle, 2,5 Zoll Laufwerke werden nicht entkoppelt gelagert. Ja, mein Gott, die meisten von euch werden wahrscheinlich SSDs einbauen, ist jetzt nicht so tragisch, sei aber an dieser Stelle auch angemerkt. Summa summarum, trotzdem ein hervorragendes Gehäuse mit einer extravaganten Optik, viel Platz, hochwertig verarbeitet, pfiffiges Design, einfach mal auch ein bisschen was anderes, nicht der normale Turm-PC. Wie sieht das bei euch aus? Ist das Gehäuse für 250 Euro was für euch? Schreibt uns gerne in die Kommentare, diskutiert mit uns, was wünscht ihr euch da noch oder was gefällt euch gar nicht an dem Gehäuse. Oder auch ansonsten, habt ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas, dann auch gerne in die Kommentare.
Ich würde sagen, danke, dass ihr wieder bei Tweak PC reingeschaut habt. Ich bin der Jan und wenn ihr uns eine Freude machen möchtet und unsere Arbeit gut findet, freuen wir uns sehr über ein Abo und über einen Daumen nach oben. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal.